Moin Leute, ich bin's, David von Shugambakas und ich hab mir gedacht, Lords of the Fallen sieht ganz interessant aus, hol ich mir mal und da sind wir auch schon sofort. Ich weiß jetzt nicht so viel über das Game, aber das macht ja nichts aus. So, dann fangen wir mal an. Auswahl der Magieklasse. Ich wollte schon Magierklasse sagen, aber nee, Magieklasse. Prügel. Gebet, ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, stellt einen Teil deiner Gesundheit mit der Zeit wieder her. Rage, ein dich. Fuck, nochmal. Rage, eine dich umgebende Kraft, die deine Angriffskraft erhöht sowie Energiebeschränkungen aufhebt. Erdbeben, dein mächtigster Verbündeter steigt herab, um dir zu helfen, und zerschmettert deine Gegner mit einem riesigen Hammer. Rammen, ein mächtiger Sturmangriff, der Gegner nicht nur schadet, sondern sie benommen macht oder zu Boden werfen kann. Das hört sich echt nach Prügel an. So, weiter geht's. Täuschung. Gebet. Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, erhöht die Energieregeneration. Phasenwechsel. Harkin wechselt in die Schattendimension. Sein nächster Angriff ist vernichtend, bringt ihn aber wieder zurück. Stich. Eine blutrünstige, übernatürliche Assassine. Sprinte zu ihrer Beute, um sie zu töten oder ihr schweren Schaden zuzufügen. Mimikry. Ein magisches Phasenwesen folgt dir. Wiederholt deine Handlungen und verursacht den gleichen Schaden wie du. Trost. Gebet. Ein bewegungsloser Klon, der die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich zieht, erhöht die Magierende Regeneration. Bah. Nochmal. Obdach. Eine Schutzhülle, die alle Widerstände erhöht und erlittenen Schaden spiegelt. Benommenheit. Eine mächtige Kraft versetzt die Gegner in Furcht, verlangsamt sie und reduziert ihre Widerstände. Bestrafung. Auge um Auge. Feindliche Angriffe werden gerecht, indem der Gegner betäubt wird. Ich bin eher mal für Täuschung, das hört sich richtig geil an. Hiermit, sein nächster Angriff ist vernichten, bringt ihn aber wieder zurück oder irgend so eine übernatürliche Assassine und so ein. Ach komm, machen wir einfach mal. Die zwielichtige Magie konzentriert sich darauf, Gegner zu täuschen und tödlich zu verletzen. Die Magie der Gelehrten umfasst hauptsächlich Defensivzauber, um dich zu heilen und zu schützen. Der meisterhafte Schläger überwältigt seinen Gegner mit schierer Kraft und mächtigen Zaubern. Ja, komm. Täuschen und tödlich sein. Das will ich. Na da. So. Die Standardausrüstung für Gefangene, die begnadigt und rekrutiert werden, wurden. Stahlplattenpanzer bieten den Soldaten ausgezeichneten Schutz auf Kosten der Beweglichkeit. Die Ausrüstung wird durch ein zweckmäßiges Schwert und einen ebensolchen Schild ergänzt. Einen ebensolchen, ja. Lesen. Diese überwiegend von Dieben und Gaunern getragene Lederrüstung ermöglicht gute Beweglichkeit. Ein paar Dolche ist eine einfache, aber schnelle und tödliche Waffe. Abgerundet wird diese Ausrüstung durch einen Faustschild, der primär für Konter benutzt wird. Ein von den Kampfmönchen des Norden geschmiedeten. Aha, mein Gott, nochmal. Ein von den Kampfmönchen des Nordens geschmiedetes Rüstungsset. Dank seiner guten Balance zwischen Beweglichkeit und Verteidigung zusammen mit einem schrecklichen stumpfen Waffe. Was ist los heute mit mir? Lesen, nochmal. Zusammen mit einer schrecklichen, stumpfen Waffe und einem hochwertigen Schild ist dieses Set eine gute Wahl für ein Multitalent. Ich bin kein Multitalent, ich bin eine Lederrüstung. Ich bin ein Schurke, ich will ein Schurken-Rüstungs-Dingspumps-Set haben. So. Ja, als Kinder der Schatten sind Schurken schnell und beweglich. Das Einzige, was ihre Gegner vor ihrem Tod zu sehen bekommen, sind zwei blitzschnelle, geschwungene Klingen. Ja, blitzschnell, alles klar. So sieht's aus, Heiltrank, Energiesplitter. Glaube, Ausdauergeschicklichkeit, bla bla bla. Machen wir weiter. Ja, sieht schon mal ganz interessant aus, das. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf!
meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Steinwehr, Hand Gottes. Eine andere Zeit, ein anderer Krieg. Warte, wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Boah, sieht schon mal nicht schlecht aus. Grundlagen. Gegen einen Roger anzutreten ist eine große Herausforderung. Um die Grundlagen zu erlernen, nähere ich der Marodeur direkt vor dir mit WASD. Tipp, wenn du jetzt keine Hilfe brauchst, drücke einfach Escape. Fokus. Die erste Regel im Kampf lautet Fokussieren. Um deine Sinne und die Kamera auf einen Gegner zu fokussieren, drücke jetzt mittlere Maustaste. Achte auf die zwei Klammern, die um die TP des Gegners erscheinen und den Signalton. Tipp, die Strategie wird von unerfahrenen Kriegern oft vergessen. Blocken. Der einfachste Weg, nicht getroffen zu werden, ist Blocken. Um dein Schild zu heben, musst du rechte Maustaste drücken und gedrückt halten. Nur manche Schilde können jeglichen Schaden blocken. Timing. Das Verhalten eines Gegners folgt denselben Regeln wie dein eigenes. Sie können benommen gemacht werden, wie es der Marodeur ist. Dies ist das perfekte Zeitfenster für einen Angriff. Versuche einen schnellen Schlag mit linke Maustaste. Tipp. Waffen ermöglichen unterschiedliche Angriffe, von denen sie nicht alle für jedes Zeitfenster eignen. Von denen sich nicht alle... Ach ja, was soll's. Jetzt sicher aufhören. Wenn du linke Maustaste erneut drückst, folgt der nächste Angriff sofort. Ausweichen. Ausweichen ist ebenfalls eine sehr praktische Strategie, doch sie erfordert das richtige Timing. Bewege dich auf eine Seite, links oder rechts und drücke Leertaste. Wenn du deine Rolle vollführst, bist du unverwundbar, solange du dich am Boden befindest, nicht beim Aufrichten oder Abdunken. Harte Schläge funktionieren ähnlich wie die schnellen. Sie dauern nur länger und verursachen dafür aber mehr Schaden. Drücke E, um dem Marodeur wirklich weh zu tun. Risiko. Du kannst jetzt mit einem weiteren schweren Angriff nachsetzen, indem du E drückst. Nur zu, es kann nichts passieren, da sich der Marodeur nicht rechtzeitig erholt. Für den Rest des Spiels musst du das Risiko selbst einschätzen. Haushalten. Die zweite Regel im Kampf lautet Haushalten. Der orangene Balken unten im Bild zeigt deine Energie an. Halte sie beim Kämpfen im Auge. Sie regeneriert sich zwar, wird aber von den meisten Aktionen verbraucht. Ach ja, Glückwunsch zu deinem ersten Sieg. Drücke linke Maustaste, um dein Abenteuer zu beginnen. Tipp, für alle drei Balken unten, Gesundheit rot, Energie orange und Magie blau, sind höhere Level möglich. Alles klar. So, das sind ja meine ganzen extra DLCs. Rätsel des Mains freigeschaltet. So, dann gucken wir mal. I, alles klar. I hier war das Schwert, das ich bekommen habe, ne?
Wenn ich das jetzt nehme. Kann ich ihn nicht irgendwie drehen? Nee. Noch ein besseres Schild. Bisschen mehr Gewicht kriege ich drauf, aber. Ich glaube, ich nehme einfach das Schild jetzt. Rune, Questgegenstände, Schmuck, Kopf, schwere Rüstung. Dadurch werde ich aber unbeweglicher. Das muss nicht sein. Schwere Rüstung, nee. Ja, Schild und Schwert, das passt erstmal. Alle Schilde bieten dir besondere Einsatzmöglichkeiten, die du mit Q nutzt. Mit Turmschilden kannst du dich vorübergehend verbarrikadieren. Dies bietet hervorragenden Schutz, verbraucht aber Energie. Drücke zu beenden, erneut Link im Austaste. Tipp, andere Schildarten bieten ebenfalls besondere Möglichkeiten. Alles klar. So. Gibt es hier irgendwas? Nein. Was sieht aber echt nice aus. Eröffnen. Vorsicht, nicht alle Gegner sind Roger und alle haben ihre eigenen Verhaltensmuster. Manche sind beispielsweise blind, sodass du nicht immer kämpfen musst. Tipp, vielleicht solltest du lieber leise sein. Ach, nix da leise sein. Wir töten den jetzt. Habe ich da noch eins gehört? Nee. Diese Kiste, kann ich die aufmachen? Ne, aber ich kann es kaputt machen. Wer weiß, vielleicht gibt es hier ja irgendwelche Sachen, die da drunter liegen. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Wow. Alles klar. Warte, was? Schwere Angriffe können aufgeladen werden. Habe ich da gerade kurz irgendwie mitbekommen. Dann testen wir das sofort. Oh, hier sind es schon zwei von denen. So, was liegt denn da? Sprich mit Kaslo. Ja, machen wir gleich. So, was gibt es denn hier? Alles klar, da komme ich nicht durch. Ducken geht irgendwie auch nicht. Kann ich überhaupt irgendwelche Fähigkeiten einsetzen? Nee. Na dann. Vielleicht später. Alles klar, weiter geht's. So, die Viecher scheinen echt kein Problem zu sein. Was liegt denn da? Es ist in mir. Und es verändert mich. Mein Schädel. Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an. Eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach. Dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Alles klar. Wir haben sogar gerade noch eine Rune bekommen. Gucken wir mal. Wo waren hier Runen da? Unbekannte Rune. Ein kleiner Brocken Runenmaterial. Das Material resoniert mit einem bestimmten Runensymbol. Und nur ein geschickter Runenschmied kann seine Effekte enthüllen. Alles klar, gut zu wissen. Hier ist noch eine Schriftrolle. Auch geschieht. Antanas kann uns retten. Bitte.
Bitte gib auf dich acht. Herausforderung. Du solltest dir merken, alles klar, dann nicht. Ich habe da noch ganz schnell davor mitgelesen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich glaube, wenn wir irgendwas töten oder so, dann soll man hier nochmal zurückkommen. Ich glaube, irgendein Boss oder so. Oh mein Gott, hat der mich umgehauen. Ja, alles klar. Das ging schnell. So stirbt man, Leute. So stirbt man. Du? Ich komm gleich wieder. Kommt der noch einmal her? Ja. Alles klar. Haben wir irgendwelche Healpots? Ja, kann man. Boah, haut der rein. Ist unglaublich. Der hat wirklich reingehauen. Oh mein Gott. So, hier war auch noch eins. Das weiß ich noch. Hier unten waren zwei. So. Ich heal mich nochmal kurz. Okay. Der ist auch down. Hier war auch noch einer. So. Wo ist der? Und da leuchtet sogar noch was. Benutzen. Du hast deine verlorene Erfahrung wieder gewonnen. Wieder erlangt. Ja, natürlich. Gibt es doch nicht. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ist klar. So, jetzt aber. Komm schon. Der hat gesessen. Oh mein Gott. Und? Yeah, ich hab ihn down. So, nochmal healen. Streitaxt des Marodeurs, Großaxt. So will ich das sehen. Wo ist das Ding? Ja. Nicht sehr viel besser. Naja. Ich fand den Stahldolch eigentlich besser. Ich glaube, ich habe damit auch schnellere Angriffe gemacht, ja. So, hier gibt es nichts mehr. Dann gucken wir mal, was hier unten noch ist. Alles klar. Der Dolch gefällt mir doch viel mehr. Riesenschlüssel, Questgegenstand, Energiesplitter, Splitter. Ja, ich habe einen Questgegenstand. So, dann gehen wir mal zu dem Kaslo
und reden mal mit ihm. So, gibt es hier sonst noch was? Hier vielleicht so? Nee. Doch, da. Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch. Es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge. Es brannte und brennt sich immer weiter in mich hinein. Das hört sich nicht gut an. So, dann reden wir mal mit ihm. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Worauf wartest du? Öffne die Tür. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hier, das hilft dir sicher weiter. Was hat denn der mir jetzt gegeben? Na, egal. Öffnen. Das war aber ein ganz schön kurzes Gespräch, muss ich sagen. Aber naja. Sieht so aus, als wenn da irgendein Viech durchgesprungen wäre oder so. Okay, oder da kommt einfach mal so aus dem Nichts eine Explosion. Nee, doch ein Typ, alles klar. Ja, what the f... Ist der riesig? Ja, sein Schwert ist mir im Weg, alles klar. Ja, what the hell, natürlich. Ich mach dem kaum Schaden, aber... Ja. Nein, ich lebe noch. Fokus weg. Lauf. Und heal. Ich weiß nicht, sein Schwert ist... hat eine viel zu große Reichweite. Da kann ich auch... Oder der trifft mich immer von hinten. Wow. Ein Schaden. Not bad. Und der steckt wieder fest. Meine Gelegenheit. Bleib einfach auf Entfernung, ich scheine schnell genug zu sein. So, jetzt steckt er wieder fest und ich kann eben Schaden machen. Oh, seine Rüstung ist kaputt gegangen. Alles klar. Ich scheine den Typen echt unter Kontrolle zu haben. Und jetzt schnell hin. Alles klar. Ich warte einfach immer, bis er diesen schweren Hieb macht und sein Schwert dann stecken bleibt. Das ist nämlich die beste Gelegenheit, genau wie jetzt, ihm Schaden zu machen. Yep, das war nicht gut. Was war das denn auf einmal?
Ein Feuerschlag? Da will ich gerade wieder hinlaufen, um ihm Schaden zu machen. Auf einmal krieg ich einen Feuerschlag ins Gesicht. Tatsächlich. Komm, hat die Rüstung verloren und da macht er solche Schläge. Und hat noch mehr Rüstung verloren. Greif doch an! Was ist los mit dir? So, erstmal wieder ein bisschen Sicherheitsabstand halten. Okay. Ich schaff das. Oh mein Gott, ich schaff das. Ich hab noch ein Viertel HP. Aber ich darf jetzt nicht. Ich muss weiterhin aufpassen. Ich kenn mich, ja. Ich denke mal, ich kann ihn dann locker easy peasy töten. Und ja, der rastet jetzt vollkommen aus. Und dann verkacke ich es immer. Ich vermassel es. Ich glaube, ich heal mich. Sicher ist sicher. Komm schon, jetzt kann ich ihn töten. Einfach draufhalten. Oh mein Gott, war doch keine gute Idee, oder? Doch, war's. Yes, ich hab ihn. Wow, habe ich jetzt Fähigkeiten bekommen? Erster Hüter. Yes, baby. Yes. Einer dieser Herrscher, von denen Kaslo mir erzählt hat? Kaslo ist alleine und wurde verwundet. Finde ihn, bevor es zu spät ist. Versiegelte Rune groß. Beständigkeit, Großschwert. Ich guck mir erst das Großschwert an. Nicht schlecht. Aber ich bleib bei meinem Dolch. Was ist denn das hier? Charakterentwicklung. Du trägst die Erfahrung, die du durch das Besiegen von Gegnern gewinnst, bei dir. Bis du sie entweder verwendest oder stirbst. Je mehr du bei dir trägst, desto bessere Belohnungen erbeutest du von Gegnern. Wenn du deine bisher gesammelte Erfahrung jedoch nicht verlieren willst, solltest du sie an Speicherpunkten splittern, wie diesem hier, sichern. Im Fall, dass du stirbst, bleibt sie dir so erhalten. Dafür wird aber dein Beutemultiplikator zurückgesetzt. Es hat also Vor- und Nachteile. Durch das Ausgeben von Erfahrung erhältst du Attribut- und Zauberpunkte. Halte M gedrückt, um Erfahrung für Zauber zu verwenden, oder halte F gedrückt, um sie für Attribute zu verwenden. Dazu musst du das Charakterentwicklungsmenü öffnen, während du dich in der Nähe des Speicherpunkt-Splitters befindest. Tipp, drücke Escape, wenn du die Erfahrung jetzt nicht verwenden willst. Drücke ansonsten I, um es auszuprobieren. I. So. Hier wird Informationen über deine Erfahrung und deine verfügbaren Zauber- und Attributpunkte angezeigt. Du kannst deine Erfahrung verwenden, während du dich in der Nähe eines Kontrollpunkts befindest. Benutze M, um Erfahrung für Zauberpunkte auszugeben, und F für Attributpunkte. Erfahrung, die du ausgegeben hast, geht nicht verloren, wenn du stirbst. Ich will das für Attributpunkte ausgeben. Hier wird die Attribut- oder Zauberkategorie angezeigt, die du mit dem Auswahlrad links gewählt hast. In dieser Ansicht kannst du Zauber und Attribute freischalten oder verbessern, wenn du über die benötigten Punkte und sonstigen Anforderungen verfügst. Wähle mit dem Zauber oder das Attribut zu verbessern. Wähle mit dem Zauber oder das Attribut zum Verbessern mit der Maus aus. Dann kannst du mit M Wheel Up Down deine Attribut-Zauberpunkte verteilen. Drücke mit LMB auf die unten angezeigte Schaltfläche, sobald du mit deiner Wahl zufrieden bist. Hier werden detaillierte Informationen zum gewählten Attribut oder Zauber angezeigt. Für manche Zauber gelten besondere Voraussetzungen. Diese werden ebenfalls hier angezeigt. Dies ist das Attribut- und Zauber-Auswahlrad. Wähle mit der linken irgendwas Kategorie aus. Ja.
Hier werden die wichtigsten Werte deines Charakters angezeigt. Du kannst den Grundschaden deiner Angriffe überprüfen, sowie die Menge an Erfahrung, die du aktuell bei dir trägst und wie gut deine Ausrüstung dich vor Angriffen schützt. Du solltest besonders auf deinen Ausrüstungsgewicht achten, da dies deine Bewegungsgeschwindigkeit beeinflusst. Ja, alles klar, Ja. Okay. So. Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar. So, mal benutzen. Ja, Leute, bis hierhin war es erstmal mit Part 1. Also mir gefällt das Game bisher richtig gut. Also sieht auch schön aus, das muss man sagen. Gameplay bisher finde ich auch ganz gut. Also Steuerung und so, ganz solide. Der erste Bossfight war jetzt nicht so schwer, aber das war jetzt erstmal nur der erste zum Einspielen, glaube ich. Und mal gucken, wie schwer es noch wird. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part.